Am Abend des 5. Februar kam es im Grimmer Ortsteil Mottowitz zum Brand einer Scheune. Entstanden aus bisher unbekannter Ursache, griff das Feuer im weiteren Verlauf auf das benachbarte Wohnhaus über. Mehrere Gebäudeteile standen im Brand. Rund 150 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren aus Grimmer und dem Gemeindegebiet, Kolditz, weiteren Wehren aus dem Landkreis sowie das Technische Hilfswerk waren im Einsatz. Zudem waren der Rettungsdienst vor Ort, der Kreisbrandmeister und die Drohnenstaffel. Für die Einsatzkräfte ist gerade diese Technik besonders hilfreich, um einen Überblick zum Brandgeschehen aus der Luft zu erhalten, wie der stellvertretende Kreisbrandmeister Steffen Kunze meinte. Er fasste das Brandgeschehen zusammen. Also wir hatten in der Nacht ein massives Schadensereignis. Es ist ja, wie Sie sehen, ein Vierseitenhof, der in drei Gebäuden in voller Ausdehnung gebrannt hat, was für uns als Feuerwehr natürlich eine Riesenherausforderung war. Das war natürlich schwierig. Löschwasser in Mottowitz ist jetzt nicht das Beste. Dann natürlich der Funkverkehr ist ja deutlich schlecht und Sie sehen natürlich, die Straße ist sehr eng. Also wir hatten schwierige Bedingungen für diesen Großbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Folgetag an. Wind und demzufolge starke Funken erschwerten die Löscharbeiten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Wir konnten durch einen massiven Löschangriff das vierte Gebäude, was auch ein Wohnhaus ist, schützen. Sozusagen die Einwohner haben das nicht verloren, das Gebäude. Die können auch wahrscheinlich heute Abend wieder zurück ins Gebäude. Und das ist natürlich in dieser ganzen Unglücksmisere irgendwo ein kleines bisschen Glück und Erfolg natürlich, dass wir dieses Gebäude halten konnten. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Die Suche nach der Brandursache läuft. Ja, Brandursachen, das ist natürlich schwierig. Jetzt gerade sind die Brandursachenermittler vor Ort und werden sich natürlich jetzt ein Bild machen. Die werden wir jetzt noch unterstützen mit unserer Drehleiter und mit der Drohne dann noch, dass die natürlich noch Aufnahmen bekommen. Es ist schwierig auszumachen, was das Brandursache war. Man kann nur sagen, es war ein massiver Schaden. Wie gesagt, die Gebäude standen schon im Vollbrand. Es hieß erst zum Anfang, eine vermisste Person noch im Gebäude. Die Vermutung nach einer vermissten Person bestätigte sich nicht. Es wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.